Hallo Schwester, lange nicht gesehen. Ach, du bist doch gar nicht wegen mir hier. Ja, Bingo. Aber nicht so laut, deine Nichte, die schläft gerade und darüber bin ich auch ganz froh. Du kannst dir nicht vorstellen, wie so ein kleiner Wurm einen auf Trab halten kann. Ich bin ganz leise, okay? Ja, Wesi wacht auf. Unglaublich. Ganz entspannt im Hier und Jetzt. Wie der Onkel. Wenn du das sagst. Die ist auch cool. Wo hast du die denn her? Die hat Lisa aus England mitgebracht. Lisa? Nicht so laut. Ich dachte, sie kommt erst morgen wieder. Ja, so kann man sich eben irren. Und plötzlich ist die kleine Nichte ganz uninteressant. Carla, das stimmt doch überhaupt nicht. Aber was soll ich denn machen? Sie schläft doch nur. Komm, hau ab. Bevor du noch Lisa zu ihr sagst. Was für Ideen du kommst. Also, mach's gut. Bis später. Und einmal wollten wir in das Theater, wo dieses Musical mit den ganzen Nackten läuft. Ihr wisst schon. Und ihr habt euch natürlich nur für den kulturellen Aspekt interessiert, hm? Ein paar wollten noch die nackten Hintern sehen. Aber die Vorstellung war sowieso ausverkauft. Ich gehe schon. Konzi. Hallo. Hey. Hallo. Susanne. Ja? Der Rasensprenger. Ich glaube, er klemmt. Kannst du mir ein Bild? Ja, klar. Behilflich sein. Entschuldige, dass ich einfach so vorbeikomme, aber ich hatte in der Schule irgendwie das Gefühl, dass du mir aus dem Weg gehst. Ich dachte, du wolltest mich nicht mehr sehen. Im Gegenteil. Auch wenn wir nicht mehr zusammen sind. Ich würde mich freuen, wenn wir Freunde bleiben.